Xiaomi, ein unglaublich erfolgreicher chinesischer Smartphone-Hersteller. Trotzdem ist die Aktie stark gefallen. Nur warum eigentlich? Und gibt es jetzt nach den neuen Quartalszahlen vielleicht auch die Chance, dass sich das auch irgendwann mal wieder ändert? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Xiaomi hat aus dem Nichts die Welt erobert. Man muss es schon immer wieder auch mal sagen. 2010 ist das Unternehmen erst gegründet worden. Heute ist es der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt und war ja letztes Jahr zwischenzeitlich sogar auch mal der größte. Xiaomi hat aber auch noch hunderte andere Produkte entwickelt und auch weltweit erfolgreich auf den Markt gebracht. Also Fernseher, Notebooks, Saugroboter, Hausgeräte aller Art. Trotzdem war die Aktie im freien Fall und die Anleger, die da vor einem Jahr oder anderthalb euphorisiert eingestiegen sind, die sitzen jetzt auf hohen Verlusten. Und sie werden auch gleich Bilder sehen von erschreckenden Charts mit dramatischen Kursverläufen. Und darum diesmal auch vorher der Hinweis: Die folgende Sendung ist nicht geeignet für sensible Anleger und für Aktionäre unter 16 Jahren. Sie erinnern sich vielleicht, Xiaomi war eine von den wenigen China-Aktien eigentlich, die auch bei uns rauf und runter gehypt worden sind. Gerade auch hier auf YouTube. Und so sah das dann damals aus. Xiaomi, Tenbagger, Aktie 2021 kaufen oder vielleicht auch nur Verdopplung in 2021 und gerne auch immer wieder mal mit einem hübschen Feuerwerk. Heute sehen aber die Beiträge über Xiaomi eher so aus. Und hier die Kursentwicklung seit Ende 2018, seit sie eben auch in Frankfurt gehandelt werden kann, die Aktie. Sie ist vor allem 2020 deutlich gestiegen, analog zu vielen anderen Technologieaktien, aber auch natürlich vor dem Hintergrund von dieser spektakulären Expansion von Xiaomi. Das hat schon viele Anleger beeindruckt. Nur das Hoch war dann eben auch schon erreicht im Januar 2021, obwohl es bei Xiaomi ja im gesamten Jahr 2021 immer noch gut gelaufen ist, ist die Aktie in der Zeit abgestürzt von knapp 3,80 auf nur noch 2,10 Euro und im neuen Jahr dann noch weiter runter auf nur noch jetzt ungefähr 1,40 Euro. Das ist schon bitter. Und was da übrigens keine Rolle spielt, das ist das Thema Delisting in den USA, auch wenn es ab und zu hier auch behauptet wird. Xiaomi ist eine Hongkong-Aktie, die ist in Hongkong gelistet, kann also von der US-Börsenaufsicht auch nicht delistet werden. Das ist schon mal nicht das Problem. Nur, was ist es dann? Man könnte vermuten, es ist ein Problem von China-Aktien an sich. Da haben wir ja auch überall schwere Kursabschläge gehabt in der Zeit, gerade auch im Technologiesektor. Das ist der Hang Seng China Tech Index, auch ein Horrorchart natürlich und eine ganz ähnliche Entwicklung. Also Höchststand im Januar 2021 und ist danach auch in sich zusammengefallen, ebenfalls in der Spitze um 60%. Inzwischen kann man mit gutem Willen sagen, er bewegt sich seitwärts. Das Tief war auch schon erreicht Mitte März, anders als jetzt an der Nasdaq zum Beispiel. Und die meisten China-Technologieaktien sind auch wieder günstig, aber das Ganze ist natürlich schon immer noch auch wackelig. Nicht nur Xiaomi hat übrigens letzte Woche Zahlen rausgebracht, sondern viele andere chinesische Technologiekonzerne auch. Und auch die werden jetzt natürlich im Moment ganz genau beobachtet, ist völlig klar. Und in dem Zusammenhang, da darf ich nochmal hinweisen auf einen YouTube-Kanal, der noch ziemlich neu ist und in dem es ausschließlich um China geht und der betrieben wird von meinem Freund und Kollegen Erik Nebe. China to Invest. Der Erik, der lebt zurzeit nicht in China, obwohl er das gerne würde, aber das ist gerade im Moment eben nicht ganz so einfach. Er war jetzt erstmal in Thailand, ist dann übergesetzt nach Borneo. Er arbeitet sich jetzt also auf sein Ziel wieder vor mit der Sichelschnitttaktik. Und dadurch, dass er eben in Asien vor Ort ist die ganze Zeit, da kriegt er natürlich viel mit, was wir hier jetzt eben nicht unbedingt so mitkriegen. Und es gibt von ihm zum Beispiel ein ganz neues Video zu den Zahlen von Tencent.
Tencent, auch ein riesiger Technologiekonzern, unter anderem der Betreiber ja auch von der chinesischen Super-App WeChat und mit Hunderten von weiteren Technologiebeteiligungen. Und was für Sie zum Beispiel vielleicht auch interessant sein könnte, ist ein Video zu Huawei, einem wichtigen Konkurrenten von Xiaomi. Mit anderen Worten, China to Invest, ein neuer Kanal hier auf YouTube. Und wenn Sie auf der Suche sind nach spannenden China-Aktien und eben auch ernsthaften Beiträgen dazu, dann sollten Sie diesen Kanal auf jeden Fall abonnieren. Gut. Die Xiaomi-Aktie ist also letztes Jahr schon stark gefallen, obwohl es operativ ja gut gelaufen ist, wie gesagt. Zwar mit Schwankungen natürlich von Quartal zu Quartal, aber es war ein erfolgreiches Jahr. Die verkauften Smartphones sind nochmal gestiegen letztes Jahr um 30% auf 190 Millionen Stück. Der Umsatz ist um 33% gestiegen auf 49 Milliarden Dollar und der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sogar um 70% auf 3,3 Milliarden Dollar. Und in meinem Video zu Xiaomi, damals vom 25. November, da habe ich mich ja skeptisch geäußert, da habe ich aber auch darauf hingewiesen, dass die Analystenkursziele damals fast alle deutlich über dem damaligen Kurs waren. Die Aktie ist trotzdem gefallen, dann die Analystinnen haben dann die Kursziele auch jeweils gesenkt nach unten, sie sind dem Markt da also hinterhergelaufen, aber viele Kursziele sind jetzt eben weiterhin über dem aktuellen Kurs deutlich. Die Aktie hat am Freitag geschlossen bei 11,74 Hongkong-Dollar in Hongkong, die UBS sieht den fairen Wert aber zum Beispiel bei 15 Hongkong-Dollar. Goldman Sachs bei 17,50 Hongkong-Dollar, die Citigroup bei 18 und die CLSA sogar bei 20 Hongkong-Dollar. Das wäre demnach dann eben auch ein Kurspotenzial zwischen 28 und 70%. Erstmal hat aber der Markt recht gehabt und das erste Quartal jetzt, das war auch nicht mehr gut. Jetzt ist nämlich der Umsatz plötzlich geschrumpft um 4,2%, der Gewinn ist um 53% eingebrochen und das war noch der bereinigte Gewinn, weil inklusive Wertberichtigungen, da hat es sogar einen Quartalsverlust gegeben von 88 Millionen Dollar. Es kommt jetzt also Dicke von allen Seiten. Es gibt zum Beispiel immer noch Komponentenknappheit, die Kosten steigen und der Krieg in der Ukraine zum Beispiel, inklusive Russland ja auch. Das kann eben auch heißen, schätzt man, dass der Smartphone-Markt dieses Jahr insgesamt um 200 Millionen Geräte schrumpft. Dann die Lockdowns in China, dadurch auch ein starker Nachfrageeinbruch in China. Und China steht ja immer noch für fast 50% vom Gesamtumsatz. Und dann neuerdings auch große Probleme in Indien. Indien und China sind sich nicht grün und Indien sagt, Xiaomi hat angeblich illegal Geld verschoben. Und darum hat Indien auch Konten von Xiaomi gesperrt mit 725 Millionen Dollar drauf. Xiaomi sagt, sie haben nur Lizenzgebühren gezahlt an Qualcomm zum Beispiel, einen US-Chip-Hersteller. Und Indien ist aber eben auch ein wichtiger Markt. Das ist jetzt schon alles hart. Das sind jetzt zwar alles Dinge, die nichts aussagen eigentlich über die Qualität von dem Unternehmen. Das meiste davon hat Xiaomi eigentlich nicht in der Hand. Und es sind auch Sachen, die irgendwann auch mal wieder besser werden könnten. Davon gehen die meisten Analysten übrigens auch aus. Also Halbleitermangel, Lockdowns, schwache Nachfrage. Das wird zwar demnach im zweiten Quartal möglicherweise noch schlimmer, aber dann wäre der Tiefpunkt wahrscheinlich erreicht. Und im zweiten Halbjahr, da käme dann wahrscheinlich die Erholung. Aber nehmen wir mal an, es kommt wirklich so. Was passiert dann? Und vor allem gibt es dann auch wieder eine Chance auf steigende Gewinne? Weil vor einem Jahr oder so, da war es ja noch egal, ob so ein Unternehmen Gewinne macht oder nicht. Aber inzwischen ist das am Markt diese Frage nach den Gewinnen eben nicht mehr egal. Ein Hebel, den es theoretisch gibt, das ist die Premium-Strategie. Xiaomi war bekannt immer für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und dafür werden sie eben auch geschätzt und damit haben sie die Märkte auch aufgerollt.
Aber klar, für Xiaomi wäre es natürlich noch besser, wenn sie sich auch etablieren könnten bei hochpreisigen Produkten, weil da die Margen einfach höher sind. Und das ist auch das Ziel. Man sieht es bei vielen Produktgruppen, dass sie eben jetzt aufsteigen wollen, auch vom Billiganbieter zum coolen Lifestyle-Konzern, könnte man sagen. Bei den Smartphones zum Beispiel, der Großangriff auf Apple mit der 12er-Serie. Einfach ist es aber nicht, das sagen alle, weil wenn man wirklich fast mit dem gleichen Preis auf den Markt geht wie für ein iPhone, dann wird das schwer, auch wenn das Produkt vielleicht genauso gut ist, aber sie haben eben noch nicht das Markenimage. Immerhin, es gibt da Fortschritte bei der Strategie. Der Smartphone-Absatz ist zwar gefallen im ersten Quartal, wie gesagt, aber der durchschnittliche Verkaufspreis, der ist weiter gestiegen. Das Ganze funktioniert also schon halbwegs. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass der trotzdem erst bei 1189 RMB ist, also umgerechnet 168 Euro, gibt es da auch im Prinzip noch einiges an Luft nach oben. Das ist positiv auf jeden Fall. Und es gibt eben auch in vielen anderen Produktgruppen diese Premium-Offensive, bei den Fernsehern, bei den Saugrobotern, sogar bei den Kühlschränken. Hier ein Bild, das übrigens eins zu eins auch meinen persönlichen Lebenstraum wiedergibt. Wenn ich endlich auch mal in Davos mein schickes Chalet habe, dann werde ich mal auch als allererstes gleich einen 630 Liter Kühlschrank mitten ins Wohnzimmer stellen. Was ganz wichtig ist in Zukunft, das ist aber auch, wie wird es laufen mit den Elektroautos bei Xiaomi? Die sollen ja in 2 Jahren dann eben auch auf den Markt kommen und ich bin mir sicher, die werden da auch was Ordentliches hinstellen. Das ist wahrscheinlich gar nicht die Frage. Aber das Investitionsvolumen bis dahin, das liegt bei 10 Milliarden Dollar. Das entspricht im Moment fast den kompletten Barmitteln plus Bankeinlagen, die die haben. Und es entspricht außerdem dem 3,5-fachen vom letzten Jahresgewinn. Es ist also verdammt viel Geld auch für Xiaomi. Und das wird eben dann die große Schicksalsfrage, vermute ich mal ab 2024. Verdient Xiaomi mit seinen Elektroautos dann auch in einem harten, wettbewerbsintensiven Markt irgendwann mal Geld? Bis dahin werden sie vor allem erstmal viel Geld verbraten. Und bis dahin entscheidet sich das Schicksal erstmal auch an den Smartphones. Xiaomi hat zwar immer gesagt, früher, wir sehen uns gar nicht so als Hardwarehersteller, wir sind ein Softwarekonzern, das klingt ja auch viel besser. Und die Plattform, die sie haben, wo die Kunden diese ganzen schönen Xiaomi-Geräte dann eben connecten können, die AIoT-Plattform, Artificial Internet of Things, da sind jetzt wirklich schon so 480 Millionen Geräte angemeldet worden auf der Plattform, sodass der Konzern jetzt schon von sich sagt, er hätte die weltweit führende Internet of Things Plattform. Es sieht jetzt aber erstens nicht so aus, als würden sie damit großartig was verdienen. Und für die Kunden kommt da bis jetzt, läuft es da bis jetzt auch nicht so auf besonders viel aus. Also Internet of Things, das klingt schon toll. Aber normalerweise meint man damit ja mehr als jetzt App-gesteuerte Saugroboter für Privatkunden. Und das hier habe ich ja auch schon mal gezeigt, den Smart Air Fryer. Eine smarte Heißluftfritteuse von denen. Und halten Sie mich für kleinkariert jetzt, aber mir ist immer noch nicht ganz klar, welchen Sinn es haben soll, eine Fritteuse zu steuern über eine App bzw. über Amazon Alexa. Es ist eine Fritteuse. Aber okay. Aber ich sehe da auf jeden Fall erstmal nicht das große Gewinnpotenzial. Das kommt von der Premium-Strategie, wenn es denn kommt, und da speziell von den Smartphones nach wie vor. Aber auch die Smartphones sind eben ein harter, unkalkulierbarer Markt. Hier der Kurs in Euro von HTC aus Taiwan als Beispiel nur. Das ist jetzt wirklich mal der Langfristchart des Grauens. HTC war bei den Smartphones wirklich auch mal einer der Weltmarktführer und die waren auch gut, was man so hört. Aber wirklich von heute auf morgen haben die Smartphones von denen keinen mehr interessiert und der Weltmarktanteil von denen ist heute gar nicht mehr messbar. Und die Aktie war vor 11 Jahren
gestern bei 125 Euro, heute ist sie noch bei 5,80 Euro. Ich sage nicht, dass es Xiaomi genauso geht, aber es kommen jetzt einfach auch wieder neue Konkurrenten hoch, zum Beispiel Vivo und Oppo aus China, beides Töchter von BBK Electronics, übrigens nicht börsennotiert, leider Gottes. Und Huawei, die sind ja auch noch da, die sind jetzt zwar angeschlagen, aber sie sind auch noch nicht tot. Insofern, Xiaomi, mich faszinieren sie schon, muss ich sagen, weil sie einfach so viel erreicht haben. Und ich glaube auch, wenn sich das Sentiment allgemein für China-Aktien ist wieder bessert, dann wird da die Xiaomi-Aktie garantiert auch davon profitieren. Ich würde aber trotzdem sagen, es ist immer noch eine relativ spekulative Aktie. Sie ist nicht mehr teuer, das KGV ist ungefähr bei 13 jetzt. Und sie haben ja im Prinzip auch Potenzial. Es ist ein Konzern, der innovativ ist und der viel kann, aber der eben auch viel riskiert. Sodass ich sagen würde, das ist auf keinen Fall ein Selbstläufer im Moment. Und nur weil die Aktie billig ist, wir haben sowohl bei der Gewinnentwicklung als bei der Kursentwicklung noch keine Wende. Und darum, wenn man jetzt einsteigt, dann würde ich sagen, dann sollte man das relativ zurückhaltend machen auch. Und ich würde außerdem sagen, angesichts der Tatsache, dass ja der gesamte chinesische China-Tech-Sektor am Boden liegt, da gibt es dort doch inzwischen auch andere Aktien, wo das Chance-Risiko-Verhältnis besser ist. Und eine Produktinnovation von Xiaomi muss ich aber noch zeigen, und zwar der CyberDog, das Haustier der Zukunft. Der geht mit ihnen spazieren, der lässt sich kraulen, der freut sich, wenn er sie sieht. Also alle Vorteile von einem echten Hund, aber ohne die Nachteile. Und es gibt hier auf YouTube auch einen kleinen Werbefilm für den CyberDog. Ich tue Ihnen den Link dafür hier auch drunter. Man ist, wenn man das sieht, auf jeden Fall hin und her gerissen zwischen Erheiterung und Gruseln. Man darf gespannt sein, ob sich der CyberDog durchsetzt. Speziell den Chinesen, denen traue ich da alles zu. Und es hätte natürlich auch den Vorteil, dass man dann auch in der Stadt irgendwann mal wieder durch eine Wiese gehen kann. Für mich wäre der CyberDog vor allem dann interessant natürlich, wenn man ihn auch abrichten könnte. Für den Fall einfach, dass Lars Eriksen zum Beispiel hier mal wieder nachts ins Haus schleicht. Kleiner Scherz für die Zuschauer, die schon länger hier dabei sind. Und es würde mich natürlich freuen, wenn auch Sie hier in Zukunft öfter vorbeischauen oder den Kanal vielleicht sogar abonnieren. Dabei dann auch die Glocke drücken, wenn Sie das tun, dann sehen Sie eben in Zukunft auch, wann neue Videos da sind und welche Videos von mir da sind. Aber vergessen Sie auch nicht, dass Sie jetzt gleich dann als erstes mal vorbeischauen und sich den Kanal ansehen. China to Invest, den neuen China-Aktienkanal von Erik Newe, zum Beispiel eben mit dem brandneuen Video zu den aktuellen Zahlen von Tencent. Bis bald, alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.